Hubert Fuchs, FPÖ, ist der nächste Redner. Herr Finanzminister, Hohes Haus, werte Zuseherinnen und Zuseher. Doppelbesteuerungsabkommen, die nicht dem OECD-Standard betreffend Transparenz und Amtshilfe entsprechen, wie jenes mit der Republik Belarus, müssen einer Revision unterzogen werden. Wir begrüßen derartige Revisionen, weil diese eine wichtige Grundlage für die Bekämpfung des grenzüberschreitenden Steuerbetruges darstellen. 40% der Steuerreform bzw. 1,9 Milliarden sollen laut Bundesregierung durch die Betrugsbekämpfung finanziert werden. Man fragt sich, warum die Bundesregierung bisher tatenlos zugesehen hat, wenn jährlich 1,9 Milliarden Euro hinterzogen wurden. Und wenn der Herr Vizekanzler meint, dass bisher die rechtlichen und technischen Voraussetzungen zur Betrugsbekämpfung gefehlt haben, so stellt sich schon die Frage nach dem Warum. Die Bundesregierung hätte es in der Hand gehabt, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen. Und angesprochen auf das Thema Betrugsbekämpfung betonte der Herr Vizekanzler in der Pressestunde am 15.03., ich zitiere, es geht nicht um den ganz Kleinen, der in der Schweiz ein Konto hat, sondern um die ganz großen Fälle. Was hat der Herr Vizekanzler mit dieser Aussage gemeint? Welche Kleine haben denn ein Konto in der Schweiz? Aus welchen Grund sollten die Schweizer Konten der sogenannten Kleinen geschützt werden? Wir wissen, dass die Österreicher nur die Hälfte ihrer Schweizer Konten im Rahmen des Steuerabkommens mit der Schweiz offengelegt haben, rechtzeitig vor dem Krafttreten des Steuerabkommens am 01.01.2013 wurden 10 Milliarden Euro aus der Schweiz wegtransferiert. Österreich ist hier mit Abstand das Kapitalfluchtland Nummer 1. Israel und Singapur folgen weit abgeschlagen. Warum wurde das Steuerabkommen mit der Schweiz so ausverhandelt, dass uns die Schweizer Steuerverwaltung die Namen dieser Steuerhinterzieher aus Österreich nicht bekannt geben muss? Was tut die Regierung denn gegen diese dreistesten aller Steuerhinterzieher, die sogar auf die angebotene Amnestie gepfiffen haben? Nichts. Sie ist untätig. Und der Herr Vizekanzler verharmlost diese Angelegenheit, weil er die Kleinen mit Schweizer Konten schonen möchte. Ein Tätigwerden gegen diese Steuerhinterzieher wäre für mich eine Betrugsbekämpfung, die diesen Namen auch verdient. Für die Bundesregierung ist Betrugsbekämpfung jedoch die Einführung der Registrierkassenpflicht. Ich möchte heute auch darauf hinweisen, dass im BMF derzeit 2 Milliarden Euro Bemessungsgrundlage aus Verrechnungspreiskorrekturen mit anderen Staaten strittig sind. Das BMF muss um diese 2 Milliarden Euro Bemessungsgrundlage kämpfen, damit es hier nicht zu massiven Steuerausfällen kommt. Das geht aber nur mit einer Armada an topqualifizierten Finanzbeamten und nicht mit der Finanzpolizei. Diese Experten kann man aber nicht von heute auf morgen ausbilden. Hier bedarf es einer jahrelangen Ausbildung, damit wir nicht von anderen Staaten im zwischenstaatlichen Steuerwettbewerb über den Tisch gezogen werden. Hier war das BMF jahrelang säumig. Man hat sich im BMF einfach nicht um eine langfristige Personalentwicklung im hochqualifizierten Personalbereich gekümmert. Die Übernahme hunderter Beamten aus anderen Ressorts ist für den Bereich des zwischenstaatlichen Steuerwettbewerbs überhaupt nicht zielführend. Verwundert bin ich auch über eine Aussage im Ministerratsvortrag, dass die Umstellung des Umsatzsteuersystems auf Reverse Charge wegen Vorarbeiten auf EU-Ebene lediglich mittelfristig erfolgen soll. Warum soll die Betrugsbekämpfung bei der Umsatzsteuer erst mittelfristig erfolgen? Wir Freiheitlichen fordern hier auf NATO-Ebene eine sofortige Umsatzsteuerumstellung auf Reverse Charge. Wir sollten bei der Bekämpfung des Umsatzsteuerbetruges uns eben nicht von EU-Vorschriften abhalten lassen. Herr Finanzminister, konzentrieren Sie sich bei der Betrugsbekämpfung auf die grenzüberschreitenden Transaktionen zwischen multinational agierenden Konzerngesellschaften. In diesem Bereich können Sie maßgeblich das österreichische Steueraufkommen sichern, aber nicht durch die Einführung der Registrierkassenpflicht. Die Debatte über das Abkommen gegen Doppelbesteuerung mit Weißrussland nutzt Hubert Fuchs von der FPÖ für ein Plädoyer gegen Steuerhinterziehung und für Betrugsbekämpfung.